los. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Wir haben gerade ein Stück Rehwildtier hochgemacht und das schreckt wie ein Hund. War ein Rehbock. Ja, in nur 7 Tagen prüfungssicher zu werden, da will ich jetzt einmal näher drauf eingehen. Was bedeutet das eigentlich? In nur 7 Tagen prüfungssicher zu werden, mal ganz sachlich gesprochen, ist das ein Zeitraum, der beschrieben wird mit einem Ergebnis. Ich würde sogar sagen, es ist ein sehr kurzer Zeitraum und ein mega krasses Ergebnis. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass du mit dem Online-Lernsystem auch eine sogenannte Workbook-Checkliste bekommst, mit der du schlussendlich die einzelnen Schritte auch selbst nochmal beurteilen kannst. Denn ja, unser Versprechen ist ja, dass du nicht nur in 7 Tagen prüfungssicher bist, sondern dass du auch wirklich am Ende des Tages das beurteilen kannst. Und jetzt stell dir einfach mal vor, wie sich das anfühlen würde, wenn du nicht nur weißt, dass du in 7 Tagen prüfungssicher bist, sondern dass du es auch noch selbst beurteilen kannst. Für mich als Ausbilder ist es das größte Ziel, Ruhe in die ganze Geschichte reinzubekommen, denn ab dem Moment haben wir, und das kannst du dir, glaube ich, vorstellen, noch viel mehr Spaß und Freude für deine restliche Jagdscheinausbildung. Denn wer sagt denn, dass deine Jagdscheinausbildung nur 7 Tage gehen muss oder 14 Tage? Ab dem Moment, wo unsere Jagdschule prüfungssicher sind, beginnt bei den meisten für unsere Jagdschule auch erst wirklich ihre Jagdscheinausbildung. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir es geschafft haben, durch eine Strategie, durch ein Lernkonzept, mehr Menschen aktiv mit der Jagd zu verbinden, als es wie es im Durchschnitt in Deutschland tatsächlich der Fall ist. Eine gute Neuigkeit, 8 von 10 Jagdschülern bestehen den Jagdschein. Egal, ob du bei der Jägerschaft, privaten Jagdschule das machst, egal mit welchem Lernsystem du arbeitest, das ist erstmal Fakt. Die Frage ist natürlich, wie fühlt sich das auf diesem Weg dorthin an? Und eine ganz interessante und spannende Frage ist, wie viel Jagdschüler verbinden sich anschließend tatsächlich aktiv mit der Jagd? Und es sind tatsächlich nur 1 bis 2 von den 8, die bestanden haben. Jetzt könnte man sich fragen, warum zur Hölle machen dann so viele den Jagdschein? Da gibt es dann so Glaubenssätze und Annahmen, die haben wir alle selber durch. Annahmen wären zum Beispiel, die wollen sowieso nur ihre Waffen haben oder das Interesse ist nicht groß genug. Tatsache ist, dass viele Menschen sich einfach hinten raus, obwohl sie den Jagdschein bestanden haben, viel zu unsicher fühlen. Viel zu unsicher fühlen, um draußen tatsächlich auch aktiv zur Jagd zu gehen. Und das finde ich auch erstmal vernünftig, denn wenn man sich nicht sicher fühlt, dann sollte man lieber die Finger davon lassen. Aber unser Ziel ist es ja und dein Ziel ist es ja auch. Du willst ja den Jagdschein machen und willst ja anschließend auch Jäger werden. Du willst ja eigentlich nicht den Jagdschein an sich, sondern den brauchst du ja nur, um schlussendlich die Berechtigung zu haben, in Deutschland jagen zu gehen. Und ich habe früher auch konventionell ausgebildet und habe tatsächlich auch gedacht, hier diese dicken Bücher, alles das, was da drin steht, muss der Jagdschüler kennen. Und das denken auch heute noch viele Jagdschüler oder die meisten und auch noch die meisten Ausbilder. Fakt ist allerdings, dass in diesen dicken Büchern gar nicht die Dinge drinstehen, die du brauchst. Da steht zum Beispiel nicht drin, wie die Prüfungsordnung zu interpretieren ist. Da steht auch nicht drin, wie du mit dem Fragenkatalog arbeiten sollst. Da steht zum Beispiel auch nicht drin, wie die Waffenhandhabung abläuft in der Prüfung und wie du da am besten schrittweise vorgehen solltest, so dass du auch schon ohne Ausbilder und ohne physische Waffe das vor dem inneren Auge trainieren kannst. Und so weiter und so fort. Und all das haben wir quasi in dieses Online-Lernsystem reingepackt, in Kombination mit der Workbook-Checkliste, damit wir nur das Nötige erstmal bearbeiten, das dann aber zu 100% richtig. Wie gesagt, die richtigen Dinge richtig machen. Und nicht erstmal hier meinen, man muss alles wissen. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Jedes Buch auf dem Markt hat seine Berechtigung. Ich selber habe auch alle Bücher. Und aus diesen Büchern habe ich dann den nächsten Schritt gemacht. Weg von der Struktur und Organisation herkömmlicher konventioneller Jagdscheinausbildung hin zu einer Automatisierung über einen Online-Videokurs, der sogar noch 1:1 im Vorfeld betreut wird. Richtig gehört, und das ist der Clou der ganzen Geschichte, unsere Jagdschüler werden noch vor ihrem eigentlichen Jagdscheinkurs 1:1 betreut. Das hat den Vorteil, wir lernen schon mal deine Fragen kennen. Falls das Lernsystem diese Fragen nicht schon beantworten kann, können wir schlussendlich da nochmal nachhaken und dir Hilfestellung geben. Außerdem gehen wir regelmäßig live und lernen uns auch schon mal im Vorfeld besser kennen. Das bedeutet, wir haben vor Ort
im eigentlichen Jagdscheinkurs eine ganz andere Atmosphäre. Denn in dem Moment, wo ihr ja selbst beurteilen könnt, dass ihr prüfungssicher seid, wo ihr wisst, was notwendig ist, um die Jagdscheinprüfung zu bestehen, und wenn ihr dann tatsächlich auch noch die Inhalte so präsentiert bekommt, dass ihr tatsächlich nichts auswendig lernen müsst, ja, dann haben wir den Punkt erreicht, wo wir erstmal hinkommen wollen, nämlich eine Ruhe im Kurs zu schaffen, damit der Kopf frei wird für nochmal ganz andere Dinge, die so wichtig sind, um sich tatsächlich aktiv mit der Jagd zu verbinden. Also in nur 7 Tagen prüfungssicher zu werden, bedeutet, die richtigen Dinge richtig zu machen und bedeutet, dass wir uns erstmal nur auf das Nötige konzentrieren. Und leider Gottes ist es so, dass es in diesen ganzen Büchern auf dem Markt weder Informationen wirklich für den Jagdschüler, aber auch für Ausbilder gibt. Vielleicht auch dazu nochmal, wir sind mittlerweile flächendeckend in ganz Deutschland vertreten. Vielleicht ist auch bei dir eine Partnerjagdschule in der Nähe, die nach dem gleichen System und Konzept arbeitet. Es macht ja auch nur Sinn, denn in deiner betreuten Vorbereitungsphase vor dem eigentlichen Jagdscheinkurs, ja, auf diese gleiche Struktur und Organisation triffst du auch in der Jagdschule selber, um schlussendlich am Prüfungstag genau das Gleiche zu erleben, was du schon in der Vorbereitungsphase erlebt hast, vor Ort in der Jagdschule selbst, um schlussendlich am Prüfungstag eine akkurate Prüfung hinzulegen. Eine Prüfung ist, oder die Prüfungssicherheit oder die Prüfung an sich, die Jagdscheinprüfung, kann ja nur ein erster starker Zwischenschritt sein, denn uns ist wichtig, was du eigentlich nach dem Jagdschein machen willst. Was sind deine Ziele? Und wie gesagt, in unserer Bewerbung, die du absenden kannst, stehen ein paar Fragen. Und die allererste Frage, die dort drin steht, lautet: Was ist dir besonders wichtig, wenn wir uns zusammen auf deine erfolgreiche Jagdscheinprüfung vorbereiten? Dann gucken wir, ob wir das erfüllen können, individuell für dich. Und nochmal, wer sagt denn, dass nach 7 Tagen die Jagdscheinausbildung für dich zu Ende sein muss? Oder wer sagt denn, dass eine Jagdscheinausbildung länger dauern muss als 7 Tage? Das kommt ja immer individuell darauf an, was du brauchst. Und wir haben schlussendlich vor Ort auch nochmal eine ganz andere Situation hergestellt, ein Umfeld und Umgang geschaffen, so dass du deine Potenziale entfalten kannst und dass du so wenig wie möglich, wie ich es gerne sage, von deinem Lernprozess abgehalten wirst. Was bedeutet das? Selbst wenn wir große Gruppen haben, Gruppengrößen von 20, 30 Leuten, dann schaffen wir es trotzdem, eine 1:1 Ausbildungssituation herzustellen, weil wir diese Gruppen in 2er-Gruppen aufteilen. Und du durchläufst quasi das, was du schon im Online-Lernsystem kennengelernt hast, die notwendigen Punkte, das ist eine Stationsausbildung, Waffenhandhabung, Systemhause 98, Training, Revolver, Pistole, Flinte, parallel, ab dem ersten Tag fangen wir auch schon an mit Flinten-Trockenanschlägen, mit Bockstehen angestrichen, Trockenabschläge, mit dem laufenden Keiler das schon zu trainieren, bevor wir überhaupt jemals einen scharfen Schuss machen. Wir haben einen Prüfungsraum, wie wir es immer gerne nennen, ein Schulungsraum, wo absolut buddhistische Ruhe herrscht. Da darf man kann man seinen Fragenkatalog in Ruhe machen. Seinen Fragenkatalog, den haptisch ausgedruckten Fragenkatalog. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch diesen Tipp beherzigt, erstmal mit dem ausgedruckten Fragenkatalog zu lernen. Aus dem ganz einfachen Grunde, wir arbeiten zwar auch mit Deutschlands größter Jagdschein-Lern-App Büffelnet zusammen. Diese App kann aber noch eine Sache nicht, die sie können müsste, und wir arbeiten gerade mit Dampf dahinter, dass diese App das schlussendlich auch noch hinbekommt, nämlich ein dir unbekanntes Themengebiet schnellstmöglich zu erlernen. Okay, wie das funktioniert, bekommst du jetzt hier auf dieser kleinen Revierrunde auch nochmal näher gebracht und gezeigt. Bevor ich jetzt komplett den Faden verliere und noch länger den Monolog halte, in nur 7 Tagen prüfungssicher bedeutet schlussendlich Fortschritt in die richtige Richtung, über das Verstehen statt Büffeln, denn wenn du die Dinge schneller verstehst, hast du schlussendlich auch mehr Zeit für die Wiederholung. Die Wiederholung wiederum machen dich sicherer, machen dich zu einem Meister deines Faches, und am Ende des Tages bedeutet das dann wiederum Qualität. Anders geht es ja gar nicht. Du kannst ja nur schnell von A nach B kommen, indem du nicht an der Qualität sparst. So, ja. Ich gucke gerade gegen die untergehende Abendsonne. Wir gehen jetzt mal Richtung Kirrung. Schau mal, ob da die Sauen warten. Wir wollen heute Abend noch raus.
Wir haben Nordostwind, das sieht man daran, dass der Himmel schön blau ist. Wenn er bewölkt ist, dann kommen die Wolken meistens, die Regenwolken meistens von Südwesten. Jetzt bei der Wetterlage haben sich die Regenwolken über die Landmassen Russland und schon so weiter abgeregnet. Das ist auch immer ja, so eine Erfahrung, wenn man draußen im Revier ist. Und lasst mich das vielleicht kurz dazu auch nochmal sagen. Wir sitzen alle in einem Boot und wir als Ausbilder wollen uns das auch so einfach und so angenehm wie möglich machen. Und aus diesem egoistischen Grunde heraus, ja, könnt ihr euch schon sicher sein, dass ihr hier auf eine andere Art der Jagdscheinausbildung trefft, von dem andere vielleicht so noch nie oder auch in eurem Umfeld berichten können. Ja, bei uns gibt es keinen Frontalunterricht. Bei uns gibt es kein stumpfsinniges Auswendiglernen, 8 Stunden lang im Schulungsgebäude sitzen, sondern hier in diesem Lehrrevier, hier befinden sich auch die Schulungsräumlichkeiten und wir machen ganz, ganz viele Dinge draußen. Wir kommen ins Handeln, ins Tun, denn in der Prüfung müsst ihr ja auch reden, sprechen. Und wie wir das Ganze in den einzelnen Punkten gestalten, werde ich euch dann ja noch näher bringen. So, sorry erstmal für diesen Monolog, aber im Prinzip kennt man das auch schon von den ganzen Telefonaten, wenn ich mit Leuten telefoniert habe. Und jetzt haben wir uns einfach mal entschlossen, das hier mit der Kamera oder auf der Kamera festzuhalten. Und den einen oder anderen Punkt werde ich mit Sicherheit nochmal nachschieben. Für den Anfang erstmal soweit genug. Ich denke, das muss man auch erstmal sacken lassen. Ich hoffe, dass ich gut erklären konnte, warum man in nur 7 Tagen bei uns prüfungssicher sein kann. Es hat nichts mit deiner individuellen Ausbildungszeit zu tun, sondern es ist einfach die logische Konsequenz dessen, dass wir die richtigen Dinge richtig tun. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann schlussendlich zur Kehrung und ja, wie ich gerade sehe, kommt da ein Jagdschüler von uns, kannst du ja mal filmen, der macht gerade einen Spaziergang durchs Revier, hier, da, können wir mal hinhalten, der hat den Kiereimer in der Hand. Und, waren die Sauen da? Ja. Klasse, dann gehen wir heute Abend da raus. Ja, in diesem Sinne, wir werden, was meinst du? Der Stein war umgefallen und der Mais war auch nicht mehr da. Top, klasse. Ja, das passt ja. Da können wir ja gleich einen aktuellen Jagdschüler fragen, wie das hier so bei uns abläuft. Also, bis gleich.